So, da bin ich auch wieder zurück mit einem kleinen, aber wichtigen Infovideo, was ihr einfach schon mal für eine Aufgabe wisst, um hier den Raz Glyphenmeister freizuschalten. Wie ihr seht, ich habe ihn noch nicht freigeschaltet, aber wir hatten bereits die Aufgabe dazu, wie wir ihn freischalten können. Nämlich gucken wir uns das Ganze jetzt gerade einfach mal an. Wir gehen auf Aufträge und was sehen wir da? Dieser Auftrag wird erst in 10 Tagen freigeschaltet. Aber wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, hatte ich ja die Aufgabe damals im Livestream bzw. vorgestern, nämlich sprich mit Tamara, Lara Croft, Raven, Killerküken oder Colby. Also wir mussten da mit 3 Leuten reden. Also von den 5 Leuten mussten wir mit 3 reden und damit war die Aufgabe bereits erledigt. Deshalb hatte ich das auch mit ins Thumbnail reingepackt. Und ich zeige euch jetzt mal gerade, wo wir die alle finden werden. Nämlich hier oben links, hier, da ist die nette Raven. Hier in Stronghold ist Tomb Raider. Dann hier bei Risky Reels ist der liebe Colby. Dann, wen haben wir vergessen? Küken, 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 Küken. Küken ist hier oben in seiner kleinen Hütte. Und damit habt ihr eigentlich schon alle Locations. Wenn ihr das Ganze halt in einer Runde machen wollt, würde ich halt wirklich Gruppenkeile empfehlen, hier als erstes landen, dann hier rüber und dann zu Kolby hier hoch auf den Berg gehen. Wie gesagt, den Stil kriegen wir erst, wenn wir den kompletten Auftragsstrang abgeschlossen haben. Das sind aber insgesamt 3 Aufgaben, aber wie gesagt, die erste Aufgabe ist halt sprich mit Terraner, Lara Croft, Raven, Killerküken oder Kolby. Einige von euch werden die Aufgabe wahrscheinlich auch schon gehabt haben und sich gewundert haben, hey, was muss ich hier machen? Denn teilweise kann man die Aufgabe nur weiterführen, indem man halt sich was kauft bei dem Charakter. Und ich hatte auf einmal die Aufgabe auch da stehen und habe mich dann auch voll gewundert. Aber so beginnt das Ganze dann in 10 Tagen. Ich hoffe, ich konnte eure Unwissenheit ein wenig aufklären. Wenn ja, dann lasst natürlich gerne ein Like da. Und ich würde mich natürlich auch ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr denn noch mich mehr unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Und ihr wisst ja, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.